Servus und hallo und damit seid ihr herzlich willkommen hier wieder zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Zimcraft. Heute mal wieder ein neues Projekt auf diesem Kanal. Ich und Scorpion haben mal 7 Days to Die gezockt und ja, ich habe heute mal extra viel Gameplay für euch mitgebracht. Mal nicht allzu viel geschnitten, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. In den nächsten Folgen wird es auf jeden Fall besser, aber jetzt erstmal. Viel Spaß mit dem Video. Ich muss nur noch, bin mit dem Tutorial gleich durch. Das Spiel ist 1x1. Tutorial, Gruppe. Ich habe dich in die Gruppe eingeladen. Ja, ich muss mir gerade was durchlesen. Lieber Freund, das Ödland kann erbarmungslos sein. Ich habe dich nackt und ohne Vorräte dem Tod überlassen gefunden. Es scheint, dass du den Duke verärgert hast und Hilfe gebrauchen könntest. Anbei findest du eine kurze Anleitung, die dir beim Überleben helfen sollte. Wenn du sie abschließt, nehmen wir vielleicht einen neuen Bürger in unsere Ränge auf. Die Siedlung von White River, es gibt sie wirklich und sie ist sicher. Friede sei mit dir, Freund. Geschrieben Noah. Okay, Quest verfolgen. Das 1x1 des Überlebens ist eine aktive Quest. Der Status der Quest wird im Zieltracker oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Öffne von dem Inventar aus das Questmenü für mehr Informationen zur Quest. Also ich soll jetzt Pflanzenfaser sammeln. Mach das ganz schnell, einfach mit der Faust Gras kaputt schlagen, Schlafsack craften. Mach das so schnell du kannst, einfach durch. Ach, der nächste Zombie ist schon hier. Ah, warte, ich habe hier schon den Knüppel. Und tot. Das sind das Gras verprügeln. Wir mögen kein Gras, deswegen schlagen wir es. Noch ein Zombie. Nehme ich mit für die XP. Okay. Sehr schön. Da, Schlafsack. Fertige. Ja, ich habe meinen Schlafsack. Gut, dann muss ich ihn platzieren. Hast du irgendwelche Aufgaben? Abholen, boom. Habe ich schon meinen Auftrag? Perfekt, und jetzt kann ich ihn wieder einpacken, aber habe trotzdem die Quests geschafft. Perfekt. Okay, ich bin fertig. Da drüben würde ich noch nicht Haus nehmen, auch wenn da einige Häuser sind zum Okay. Looten. Da drüben. Ich laufe jetzt wieder zurück in die Stadt. Steinaxt. Einmal fertigen. Habe ich eine Waffe. Pflanzenfaserhose fertigen. Und dann anziehen. Ja, da ist der nächste Zombie. Hier ist ein Haus. Soll ich das eigentlich mal looten? Noch nicht, noch nicht. Das sind immer Zombies drin. Warte, das machen wir dann zusammen. Okay, warte, dann gehe ich da mal ein bisschen weiter weg. Die Häuser sind wie Dungeons. Du wirst da durchgeführt und überall sind Zombies in dem Raum, die du. Dann clearst du Stück für Stück das ganze Haus. Ja. Zumindest die meisten. Ein paar einzelne Häuser sind anders. So. Wie viele Zombies sind denn hier? Aber ja, falls ihr euch 7 Days to Die auch holen wollt, das ist gerade im Angebot für 6 Euro irgendwas auf Steam. Der Link natürlich selbstverständlich in der Videobeschreibung. Perfekt. Wo bist denn du gerade? Da hinten. Guck mal auf die Map und guck mal, dass du so in meine Richtung ein bisschen kommst. Ja, warte mal Ich hier. komme zwar auch noch weiter weg, aber. Ich habe so viel Pflanzenfasern gerade. Wie kann ich die anlegen? Nein, 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 nein.
Fuck, ich habe einen Verband angelegt. Indem du W die anklickst und W drückst. So, Waffen, Pfeil. Kannst Steinpfeil, Fragen verändern, Munition. Okay. zerlegen, fallen lassen. Ah, perfekt. Ja, langsam lernt das, Rudi, gell? Dann komme ich mal so ein bisschen in deine Richtung. Okay, mein Essen ist gerade angekommen, das heißt, ich muss nebenbei essen. Bratkartoffeln Da und bist du, glaube ich. Schnitzel. Ja, hi. Servus. So. Wie Ich siehst habe du jetzt. denn aus? Perfekt. 42 Pfeile. Alter, dieses Sneak-Gespamme, Digga, das erinnert mich so an Minecraft, Alter. Du brauchst auf jeden Fall einen Holzknüppel. Den musst du dir jetzt mal schnell craften. Okay, warte mal, hier Holzknüppel. Bam, gecraftet. Opa, keine Ausdauer. Ganz gefährlich, wenn du auf ihn zusprintest, dann einen starken Schlag machen willst, aber gar keine Ausdauer hast. Ja. Okay, perfekt. Dann können wir jetzt das erste Haus clearen. Welches sieht das sympathisch aus? Das große nicht. Nein, das da drüben eigentlich, das da. Welches? Also das hier Das vor wollte ich. uns? Ja. Okay, warte, dann lege Oh, ich jetzt hier mal ist kurz einen neuen irgendwas für eine Pfeil an. Quest. Ich muss noch ein Sehr schön. Holz sammeln. Am besten wäre es halt, wenn wir uns auch direkt das Haus claimen, als erstes, wo wir die Base bauen. Jetzt holen wir. Das hier da hinten schläft schon einer. Ja, ich hole mir Was gerade macht ihr hier da den gerade? Baum für die Quest. Wenn du sneakst und schießt, dann kriegst du immer so einen Sneak-Bonus. Dann machst du mehr Schaden. Boom. Dann habe ich den One-Shot weg. Ach du Oh shit, Scheiße. Alter. Ich habe einen Hit Du kassiert. musst bei Schränken musst du immer aufpassen. Weg, immer auf Abstand bleiben, immer auf Abstand bleiben. So, ich habe einen Sehr Hit. schön. Rechtsklick, starker Schlag, Achtung, Linksklick, er leichter steht noch, er Schlag. steht noch. Der ist wieder auf die Schulter. Ja, jetzt ist sein Kopf auf jeden Fall ab. Das war's mit ihm. Wir haben keinen Schraubenschlüssel, oder? Du hast Oh keinen. fuck, ich habe einen Hit. Hund. Oh fuck. Schlag einfach den Hund. Da ist noch ein Zombie. Scheiße. Ja, alles gut. Ich hasse Hunde ohne Schusswaffen. Oh, Oh. Lootbag. 36 Muni. Für Geil. 7er Muni. Das heißt, wir werden uns gleich das selbstgebaute Gewehr bauen. Hast du hier? Nein, du hielst dich von alleine. Oh, ich habe was gehört Komm hinter her, komm uns. her. Ja, komm her. Mach. Okay, warte. Lass kommen. Aim. Oh fuck. Jetzt. Okay, dann den Wäschetrockner Schuhe. Achtung, nicht bewegen. Das schläft da nahe. Okay, jetzt ist er aufgestanden. Sehr schön. Okay, jetzt loote mal die Küche. Mach ich. Nach allem, was wir brauchen könnten. Ja, gut, hier ist nichts drin. Denk dran, dein Inventar, du hast alle Slots frei. Nur Ja. die, wo dieser Packesel da Ja. drin steht, Da bist du dann ab da bist überladen. du überbelastet, Aber genau. ich hab noch gut Platz. Ah, von oben, von oben. Okay. 3 Stück, Ja, da kommt Alter. noch einer. Was geht Ja, denn? bei mir auch. Ah, Scheiße. Wir haben ein ziemlich schwieriges Haus für den Anfang bekommen. Ja. Ist Oh, ja noch das bist jemand du. oder was? Nee, die habe ich Wie alle. viele? Bist du infiziert oder so? Ich glaube nicht. Gut.
siehst du links über dein Leben. Achtung, hier kommt gleich einer rein. Oder ich habe 0,7% steht da. Infektion? Ja, oder, ja. Ja, gut, das ist scheiße. Ja, das ist halt ohne Ausrüstung schon ein relativ schweres Haus. Ja gut, haben wir ihn. Drei. Ich will eigentlich hier jetzt nur den Hauptloot bekommen, wenn ich ehrlich bin. Der Rest vom Haus ist mir scheißegal. Da lebt noch einer, glaube ich. Ja, der kommt von draußen. Ja, der kommt da. Ja, warte, wo war die Treppe nach oben hier? Ja. Klären wir jetzt schnell um. Pass auf, es gibt so morsche Böden. Okay, hier ist noch ein Schrank. Ja, hier kommt einer raus. Ja. Oh. Bam. Bam. Oh, Lootbag. Lol, mein Knüppel ist kaputt und ich wundere mich, wieso ich nicht schlagen kann. Was ist drin? 7er Muni, ein Schmerzmittel, eine Dose Chili, eine eiserne Feueraxt und selbstgebauter Stab. Okay, die Feueraxt ist übel gut. Ja. Nimm die auf jeden Fall mit und nutz die. Was soll ich mit den selbst... Anstatt... Was selbst gebaut? Ich habe einen selbstgebauten Stab. Den kannst du, also das ist ein Schlagstock, der ist auch gut. Besser als der Knüppel zumindest. Dann benutze ich den mal, weil mein Knüppel gerade fast kaputt ist. Kannst du mir die 7er Muni geben? Ja, mach ich. Warte. Hier. So, habe ich hier unten. Mhm. Dann haben wir da jetzt schon 81 Schuss. Ich muss einen primitiven Bogen fertigen. Und Steinfrei-Munition. Warte mal, das mache ich schnell. Achtung, hier kommt einer raus. Gut, noch ein Hit bekommen. Okay, wir müssen hier raus. Ich sehe schon. Gaia, Achtung, aufpassen. Der ist tot, da werden wahrscheinlich noch mehr kommen. Nein, es war nur der eine. Ich muss jetzt aufpassen, ich habe nur noch 35 HP. Ich würde den Geier eigentlich gerne looten, weil der übel viele Federn hat. Okay, hier geht's wieder rein. Du siehst, man wird hier übel durchgeleitet. Ja. Okay, waren wir hier nicht schon? Ja, hier waren doch, wir schon. Waren wir schon. Dann ist nur noch hier Fitnessstudio. Okay, ein altes, vergammeltes Fitnessstudio. Heute schreibt es denn nur Dosen drinne. Die kann ich aber mitnehmen. Medizinische Versorgung. Oh, ganz wichtig. Natürliche Antibiotika. Wie stark ist deine Infektion noch? 1,6% mittlerweile. Das steigt an. Hier, ich habe Antibiotika für dich. Nimm die mal. Ah, da. Warte. Da, Antibiotika benutzen. So, habe ich genommen. Wird's besser? 1,6, ja, jetzt sinkt's. Richtig. Da ist noch irgend so ein gelber Kopf und da steht dran 1 Stunde 53. Ja, Gehirnerschütterung. Oh. Hier gehen wir raus. Wir müssen uns jetzt 15.39 Uhr langsam um ein Haus für die Nacht kümmern. Okay. Das müssen wir komplett clearen, dann alle Lücken. Pass auf, die Polizisten sind scheiße. Die spucken. Der hat ein bisschen zu viel Donuts gegessen. In Bewegung bleiben. Sonst kotzt er dich an.
Was? Ich bin tot? Alter. Aber der Polizist ist auch tot. Dafür. Alter. Dann muss ich gerade mal meinen Bogen ausrüsten. Es sollte ein eigentlich relativ kleines, aber hohes Haus sein. Alter. Das sieht gut aus. Mein Knüppel ist halt auch fast kaputt. Nehmen wir das Grüne? Ja. Zur Base. Weil hier haben wir einen Wald, wir sind am Stadtrand. Dann können wir, haben wir es übersichtlicher für den Blutmond. Okay. Ist noch ein Auto, das kann man nicht durchsuchen, schade. Jetzt müssen wir nur ganz kurz den Eingang finden. Ja. Gibt's zu jedem Haus einen Eingang? Ja, normal schon. Hier ist es wahrscheinlich oben auf dem Dach. Okay, hier ist auf jeden Fall eine ordentliche Karte. Ja, hier ist der Eingang. Du gehst vor den Eingang und dann folgst du immer diesen Lichtern. Okay. Was sind, bessere Schuhe drin, ne? Soll ich mir die nehmen? Wenn wir das eh zur Base nehmen, dann müssen wir jetzt noch nicht looten, dann können wir das über die Nacht machen. Wir müssen jetzt erstmal die ganzen Zombies, wir müssen da lang. Das ist der Weg. Ich komme hier nicht durch. Sneak mal, sneak mal. Ich sneake doch. Ah. Sneak? Doch, jetzt geht's. Okay, geht doch. Steuerung drücken. Ja. Okay, scheinbar sollen wir nach oben gehen. Oh fuck! Perfekt. Ist tot. Ein Muskelshirt ziehen wir an, anstatt dem Pflanzenfaser-Shirt. Ein Muskelshirt. Können wir scrappen. Da oben scheint es abzugehen. Niedrige Brille. Okay, komm her. Ich sehe auf jeden Fall schon welche. Warte, leise. Ah, die rennt an der Treppe. Oh, komm hoch. Hilfe. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Ja, du stehst da. Ist unter dir, ich. Ja, warte. Ich hab ihn runtergeschlagen. Jetzt schlag ihn. Aber jetzt ist er tot. Komm ich hoch? Hast du schon Knochen? Knochen, ja, ich hab einen. Einen Knochen. Nee, das reicht nicht, wir brauchen fünf. Damit wir Knochenmesser, dann könnten wir die Leiche hier ausnehmen. Ah. Denn hier müssen wir das aufmachen. Ah, okay. Warte. Ist das echt der Weg, den wir gehen sollen? Höchstwahrscheinlich. Ja, aber warte mal, ich muss mich gerade mal healen. Mit was soll ich mich hier mit dem Verband? Ja. Okay. Und wenn da ein rotes. Oh, sie zeigt mir ihre Unterwäsche. Oh. Vielen Dank. Hätte nicht sein müssen, aber. Ich höre noch ungefähr 30.000 Zombies, Alter. Ja, dann komm her. Die sind draußen und schlagen die Türen ein. Achso. Die Lampe sagt, hier, guck, diese Lampe, die zeigt die Richtung, wie wir gehen müssen. Da sind welche drinnen. Da ist noch so ein Gitter, so ein Lüftungsschachtsgitter. Ja, hier. Da ist Loot drinne. Okay, nichts Gutes. Gut, dann müssen wir wohl die Treppe runter. Heißt es dann für uns. Ja, Lampe zeigt Treppe runter. Ah, hier ist der Stacheldraht, okay. Okay. Verstehe. Oh, und die Annäherungsmine. Ja, der ist tot. Die
Und die nächste Anhörungsmine, der ist auch tot. Geil. Achtung, da vorne ist ein Munitionsstapel, ja. Oh, fuck. Komm zurück. Ah, fuck. Ich muss die Treppe hoch. Wo bist du? Okay. Keine Ausdauer. Aber es ist nur noch die eine. Ja, ich treffe die auf der Treppe nicht. So, jetzt. Die steht auf. Dankeschön. Bitteschön. Oh, Munition, was kriegen wir? Eisenpfeile. Die haben hier einfach die Tür eingeschlagen, die Wichser. Ja, unser schönes Haus. Müssen wir auf jeden Fall reparieren. Achtung da! Ja. Du bist? Ah! Oh, da ist noch einer. So, hier ist die junge Dame. Ach, oh fuck, der springt. Oh, ich dachte, du hättest ihn. Kein Aussage. Ah, meine Keule muss repariert werden. Ja, mach das. Ah. Warte, hast du keine Steine, oder? So, jetzt. Hast du repariert? Ich hab's repariert, ja. Aber den kann ich, glaube ich, nicht reparieren. So. Das Haus müsste jetzt eigentlich clear sein. Okay. Sind wir? Achtung, hier ist noch eine Mine. Ich schieß die jetzt ab, okay? Ja, mach das. Bleib da weg. Ich hoffe, die geht hoch, wenn man die abschießt. Hallo? Los, ach, die Präzision. Getroffen. Ja, die Präzision von dem Bogen ist halt. Okay, wasten wir mal ein paar Pfeile. Drüber. Okay. Drüber. Alter, der Bogen ist so scheiße unpräzise. Nein. Nee, lass es. Die geht nicht hoch. Dürfen wir halt nicht reinlaufen, gell? Mach ich jetzt. Ja, mach dir die Tür, dann zeig ich auf. Wie kann man das alles nehmen? Ja. Da. Okay. Es kommt dann auch direkt in den Slot, wo es war. Ja, dann ist alles gut. Okay, dann gehen wir jetzt raus. Komm her, hier ist ja die Tür offen. Ja. Töten einmal den Zombie hier an der Hausseite. Sonst macht er uns noch unser schönes Haus kaputt. Hat er schon. So, liebe Krankenschwester. Dich selbst konnten sie wohl nicht helfen. Die Arme. Jetzt pack deine Axt aus und fäll Bäume. Mach ich. Um 22 Uhr beginnt die Nacht. Rahmenform fertigen, Rahmenform platzieren, ja. Rahmenform. Ja, das kannst du dann direkt im Haus machen. Ah, kannst geil. Du direkt im Haus machen. Ich fäll jetzt einfach zwei Bäume. Ja, mal schauen, ob das reichen wird. Wir können ja dann machen schon noch rausgehen, so ist es nicht. Alter. Die Zombies sind halt, die jetzt draußen sind, deutlich aggressiver. Aber das Gute ist, dass man das Holz gleich einsammelt, wenn man den Baum fällt, gell? Ja, ja. Auch wenn man nur einmal draufschlägt, sammelt man schon Holz. So, wieder für ein paar Pfeile, Federn. Direkt craften. Steinfeilmunition, nochmal 12 Schuss. Muss glaube ich gleich meine Axt reparieren. Ach, das ist, braucht einen Stein. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich noch einen habe. Die liegen doch überall auf dem Boden rum. Ja, dann, ich muss gleich mal Steine sammeln, glaube ich. Ja, wir bräuchten auch so Steine zum Aufwerten vom Haus. Das Gute an dem Haus ist halt, dass es unten eine Steinreihe hat. Eine auf jeden Fall schon mal. Alter, meine Axt hat 1 HP. Okay, dann. Ich glaube nur, dass es keinen Keller hat. Dann suche ich mal schnell einen Stein. Oh, Vogelnest. Jetzt, ja gut, es ist ja erst 21 Uhr, also von daher scheiß drauf. So, dann, warte mal kurz hier. Ah, nee, ich habe keinen Stein. Alter, ich bin knallhart überlastet. Hast du noch Steine? Ah, nee, ich habe keinen Stein. Ja, ich habe noch. Ich habe vorhin nämlich auf einen Stein verprügelt. Zum großen. Ah, jetzt. Zu den Felsen. Dann fäll ich noch hier finally den Baum. Mhm. Ich fäll noch zwei.
Morgen will ich dann auf jeden Fall, also wir machen jetzt in der Nacht das Haus clear. Ja. Morgen machen wir dann die Mission und gucken mal zum Händler. Perfekt. Und dann will ich unbedingt die Schmiede kriegen noch. Du kannst ja in der Nacht auch deine Skillpunkte vergeben. Mach ich alles ganz in Ruhe, ganz entspannt. Kisten würde ich dann auch sortieren. Oh, da hinten ist eine Spinne, eine Feuerspinne. An unserem Haus. Die kriegt unsere Treppe hoch. Die müssen wir töten. Siehst du es da? Nee. Da, jetzt sehe ich sie, ja. Ah, lol, die, wieso, da hinten sieht die so aus, als würde die rot leuchten. Ach man, die trifft man so scheiße. Ah, jetzt, oder? Gut, das war's dann. Den Baum auf unserem Grundstück nehme ich noch mit. Steine habe ich jetzt zwar nicht so viele, 57 oder so. Alter, ich hab jetzt, glaube ich, einen. Muss mal gucken. Ja, ich habe einen Stein. Wie viel Holz hast du? Holz habe ich 359. Also gut, was gesagt. Ich habe 500, also 600 habe ich, also 97. Ja. Ich will das Huhn da hinten eigentlich noch, aber ja gut, nee, scheiß drauf. Gehen wir rein? Ja. Ich baue uns direkt eine Tür, warte. Tür. Ich glaube, ich höre hier einen Zombie. Ja, der ist aber, glaube ich, nicht im Haus. Warte. Perfekt. Komm rein. So, dann muss ich mir einmal... wo schlagen die gerade? Hier. Die machen hier auf, wir bauen die Tür ab. Nein, da schlagen die gar nicht auf. Warte, ganz kurz rausgehen. Die müssen wir holen. Ich helfe dir. Ah, Wolf, Wolf. Ah, fuck, da ist er. Schlagen die Wand kaputt anstatt der Tür? Nein. Ich weiß nicht. Tür ist verschlossen. Ja. Warte, wir gehen mal wieder zum Eingang. Ich gehe oben, weil dann kann ich oben Dings zumachen. Ah, der Zombie kämpft gegen den Wolf. Sehr schön. So. Oh shit, was kommt da jetzt für Musik? Was kommt da jetzt? Es ist nachts, Musik? Das kommt öfters. Warte, nachts, wo bist du? Normal. Holzformen. Ich bin oben reingegangen, damit ich hier dieses Loch direkt am Dach zumachen kann. Ja, ich hau gerade die Tür kaputt. Welche Tür? Die da? Ja. Sobald die Verkleidung kaputt ist, geht die schneller kaputt. So gut. Ja, wir machen halt so viel Lärm, dass die ganze Zeit wissen, wo wir sind. Ja, wir müssen leise sein. Das ist das Problem, warte mal. Wo schlägt der jetzt? Klingt unten. Hier. Ah, die ist entriegelt, die Tür. Ja, das ist ja die, die du geplaced hast. Ja, hab nicht dran gedacht. Jetzt. Dann reparieren wir die direkt. Und jetzt crafte ich hier mal schnell was. Was brauchen wir jetzt nochmal für die Schmiede? Ich muss Rahmen formen, da. Achso, warte mal. Fertigen. Erstmal ein Punkt in Rahmenform platzieren. Schmied. Was soll ich die Rahmenform hinplacen? Überall, wo die Wände kaputt sind oder Eingänge. Kaputte Fenster bauen wir ab und placen Rahmen rein. Fenster wollen wir nicht. Erstmal. Ah, oh, da. Hier ist doch ein Keller. Ich weiß, wo die Zombie-Geräusche herkommen. Oh, wo bist du? Alles gut, machen wir später. Wir haben ja die ganze Nacht Zeit. Ja, warte dann. Ich habe hier zwei Fenster gefunden. Da kannst du mir mal fix helfen.
Ach man. Hier einmal. Ja. Bam. Sind die Zombies drin oder was? Ach du Scheiße. Was ist denn passiert? Ich bin draußen. Da ist aber ein sprintender Fettsack. Oh shit. Komm rein, ich hab die Tür offen. So sprint. Oh fuck. Erstmal rübsen, okay. Sprinten sind die definitiv gefährlicher. Ich hab einen Hit, ich hab einen Hit. Gut, das Bühne, war's. Oh, gut. Dann wieder schnell rein. Sofort rein. Und Tür zu. Wo sind die Zombies? Keller oder was? Ja, die Keller, machen, die haben die Tür, glaube ich. Die wollen raus. Wie viele sind jetzt einer? Ich glaube, ja. Warte, ich repariere die Tür. Ah, fuck. Falsches Werkzeug. Gut, dann muss ich mir mal fix noch Steinpfeil-Munition. Kann ich mir nur einen machen. Okay, dann hast du genug, oder? Nee, dann habe ich zwei Schuss. Ja, aber hast du genug Federn, oder? Ja, genug Federn habe ich. Steine gescheitert, oder wie? Ja, Steine. Gut, danke. Gut, dann gehe ich mal hoch und fixe die restlichen Fenster, gell? Oh, hier unten nochmal Munition. Geil. 6 Shotgun-Schuss. Wir müssen dann... Ja, mach du mal die Fenster, das ganze Haus dicht. Genau. Ich clear schnell den Keller alleine. Na, shit. Was? Mach mit Rechtsklick, so. Guter Malerpinsel. Ich habe halt 7 Überbelastungen. Das heißt, sehen die Zombies einfach schneller als ich jetzt in der Nacht. Ach du Scheiße! Die sprinten ja auch im Haus. Soll ich dir helfen? Hilfe. Ich komm. Hast du sie? Fuck, nein, das sind noch mehr. Oh, ich muss mir ganz kurz ein bisschen Zeug wegwerfen. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Eine Kohle Scheiß drauf, mehr sehen. Okay. Let's go. Ja, ist hier eingebuddelt. Gönn dir. Gut, das war's mit ihm. Ja, vielleicht sollten wir es doch zu zweit machen. Da hinten, da liegen noch 2. Warte, leise, einen kann ich sneaky killen. Ja. Einer weg. Zweiter weg. Geil. Und hier haben wir den Hauptloot. Du bist jetzt Level 5 und hast 4 Fertigkeitspunkte. Okay, was ist Hauptloot? Alteisenstiefel? Rüstung. Der Waffenschrank ist verschlossen. Ich hab Dietrich hier, aber... Nur ein Dietrich habe ich bloß. Oh. Das wird auf keinen Fall reichen. Also was ist hier drin? Messing, 99 Messing und 3x Öl. So, jetzt bin ich dann aber hier, auch... Hier ist halt auch ein guter Keller, um Minen zu starten, die Werkbank könne. Hier, die Versandkiste kannst du aufschlagen. Und dann ist da drin so ein Pappkarton, den du looten kannst. Da ist immer verhältnismäßig guter Loot drin. Ja, hier ist Medizin drinne. Vitamine, Aloe-Creme, Recog. Da ist 344 Benzin und eine Eisenspitzhacke ist drin. Okay, dann haben wir den Hauptloot auch bekommen. Soll ich das Benzin auch mitnehmen für irgendwas? Ja, nimm mit. Dann bin ich halt voll. Ich müsste... Ja, ich auch. Wir bauen uns oben. Wir bauen unser Hauptlager oben, würde ich sagen. Soll ich das trübe Wasser wegwerfen? Nee, behalte es ja. Weil.
Das können wir abkochen. Warte, lass erstmal voll, wir bauen hier oben dann Kisten. Welches Zimmer machen wir zu unserem Hauptraum? Ich würde oben machen, oder? Ja, wir reißen auch alle Türen bis auf eine Tür ein, gell? Und bauen zu. Okay. Hier, das wird unser Eingang. Das heißt, auf der Seite muss unser Hauptraum rausgucken. Das heißt, das hier. Ja. Das wird unser Hauptraum. Das hier können wir direkt zu unserem Lagerraum ummachen. Das ist ja eh schon Lagerraum. Perfekt. Warte, ich baue uns schnell Kisten. Vier das Stück. Die Zombies. Ja, genau, deshalb müssen wir los. Kannst du auf die Kisten zugreifen? Guck mal, ob du da rangehen kannst. Blockiert steht dran. Gut, dann gebe ich dir die Hälfte der Kisten. Und hier ist noch eine. Ah, gut, danke. Bring ein bisschen Zeug weg und dann müssen wir die Zombies töten. Placen wir die Kisten hier unten. Ach, place sie einfach mal schnell irgendwo. Ich place sie mal, warte mal. Hier, wieso geht das? Schmeiß einfach mal alles rein, was du jetzt gerade nicht brauchst, schnell. Ich mach jetzt mein ganzes Inventar rein. Und dann kümmern wir uns ganz schnell um die Zombies. Sowohl Holz nehme ich mit. Den Block nehme ich mit. Stein nehme ich mit. Pfeile muss ich auch mitnehmen. Holz. Wo habe ich mein Holz? Ach, das zeige ich in den Schnellschuss. Das ist okay. Zerbrochenes Glas, Messing, Öl. Wir haben die Tür gleich. Oh shit, ich komm. Ich kann nicht mehr reparieren. Hast du noch Alteisen, um das zu reparieren? Wie kann ich das reparieren? Mit Hammer und einem Rechtsklick. Hammer? Sieh doch. Ja, oder Axt. Steinaxt halt. Achso. Ja, ist ja gut. Wieder repariert. Perfekt. Mhm. Dann gehen wir wieder hoch. Aber bisher ist das Spiel sehr geil. Wenn es dir Spaß macht, ist das Wichtigste. Ja, es macht sehr Spaß. Also, ich bin ja auch so jemand, ne, kennt man ja, ich bin bei Jumpscares vor allem, bin ich eher nicht so, deswegen sind die meisten Zombie-Games nichts für mich, aber weil hier kaum Jumpscares sind, feiere ich es halt. Maximal, dass halt ein Zombie aus dem Schrank rausspringt. Ja gut, aber ich finde halt, bei mir war auch schon ein Zombie im Gesicht, so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe, ist es jetzt nicht. Hm. Kann man auch irgendwie Lampen placen oder so? Fackeln und Lampen auch, ja. Ah. Alter, die Folge geht schon nach 52 Minuten. Ja, das werden alle Folgen so gehen. Ja. Ein Tag bei dir, ein Tag danach. Um 4 Uhr morgens endet die Folge. Okay. Da geht dann meine, weil du kannst ja auch unnötige Szenen und so wegschneiden, Laufwege und so. Ja. Und ich würde auch sagen, jeder von uns macht seinen eigenen Schnittstil. Ja. Hast du da deine Box hingeplaced? Ja, habe ich. An die Wand? Das war der einzige Platz, der frei war. Ja, deshalb mache ich gerade Platz. Ja. Alter, wie viel Haltbarkeit. Ich baue jetzt gerade die Kiste ab, gell? Das kann dann sein, dass deine Box kaputt geht. Da ist ein Loch in der Wand. Warte mal, ja. Da baue ich schnell. Nein, deine Box liegt. Ach nee, die klebt da an der links an der Wand. Soll ich einen Block reinbauen? Nee, das mache ich schon. Und. Ah, das ist so ein halber Block. Warte. Ja, nee, der geht nach innen. Warte, ich nehme den mal raus. Du musst den hier. Ach so, warte mal. Wenn du R gedrückt hältst, wenn du einen Block in der Hand hast und dann mit der Maus hoch auf Shape gehst, hast du ganz viele andere Formen. Und das sind ja nicht alles nur Blöcke. So 3/4 Würfel. Den drehe ich. Ich muss noch eine Rahmenform verbessern. Nee, es ist ein halber Würfel. Nee, wie kein 3/4 Würfel. Wie verbessere ich die Rahmenform? Auch mit dem Hammer wieder. Bam. Das mache ich mal schnell hier mit den 4, die ich gebaut habe.
So. Lagerfeuer fertigen, Lagerfeuer platzieren. Lagerfeuer. Ah, das habe ich. Fertige. Ja, place direkt eins hier. Warte, mache ich. Wo soll ich die das Fenster placen? Können wir gleich ausreißen, um dann einen Steg rauszubauen. Warte, das place ich mal hier in die Ecke, okay? Ja. So. Ah, da kann man aufschließen, kochen. Code eingeben. Ach, lol. Azubi, geh mal an deine Kiste. Ja. Und halte E gedrückt. Ah. Und geh dann auf aufschließen. Habe ich. Mache ich jetzt bei meinen auch alle, damit du auch an meine Kisten kannst. Wir spielen ja auf keinen PvP-Server. Ja. Perfekt. Dann können wir an alle Kisten rangehen. Ja, nice. Meine Main-Kiste ist hier. Ja, und dann sortieren wir jetzt, sortieren wir direkt die Kisten, okay? Place die mal, nimm die mal runter und place die hier hin oder so. Da oben an der Wand, ja, keine warte, Ahnung, muss dann, nicht. Dann hole ich mal hier die ganzen Items wieder raus. Ich baue noch hier dieses Sofa ab. Wie kann ich das nochmal wieder nehmen? Abbauen einfach. Ah. Ich weiß aber nicht, ich warte mal, ich baue gerade diese leere Kiste ab, was man dann bekommt und was mit... Dann geht erstmal der Beschlag ab. Ach so, okay. Und beim zweiten Mal abbauen. Geht die Kiste kaputt, okay. Die Items werden dann rumfliegen, die da drin sind. Ja gut, ich habe so, die baue, eh rausgenommen, warte mal. Ich baue hier rein. Dann baue ich mir noch eine Truhe. Noch eine Kiste und direkt aufschließen. Wir könnten auch einen Code eingeben. Ah, lol, passwortgeschützte Kisten. Wer kennt's nicht? Wie in Dead Cells ein bisschen, ja. Warte, zack und zack. Dann habe ich jetzt hier E gedrückt halten, ausschließen und ausschließen. Oh. So, dann tue ich da mal das ganze Zeug rein, was ich gerade aktuell... Sortieren wir direkt mal ein bisschen. Also in der letzten Kiste ganz hinten rechts, da packe ich Medizin rein. Alles, was mit Medizin zu tun hat. Und die daneben packe ich alles rein, was mit Essen zu tun hat. Essen, Trinken. Und machen wir auch noch Leder und so, also tierische Produkte. Knochen. Ei. In die dritte packen wir alles rein, was mit Waffen zu tun hat. Also da packe ich mal meine ganze Waffen, Munition und Zeug. Hast du eigentlich Klebeband? Nee. Und in die erste packen wir Ressourcen rein. Baustoffe. Medizin. So Zeug. Hab ich kaum. Ich hab... Und Essen? Was kommt hier rein? Eier? Was ist das? Öl? Nee, Kaffee. Mineralwasser, Knochen, Leder. Was kommt hier rein und in die zweite? Drück immer auf dieses Behälter sortieren. Und sortier damit auch dein Inventar und die Behälter. Automatisch. Das ist immer gut. Gut, dann... Also was kommt jetzt hier in die zweite Truhe? Wasser und Zeug, oder? In die zweite, da musst du einmal weggehen. Damit ich reingucken kann. Ja. Da kommt alles, was mit Essen und Tieren zu tun hat. Warte, da kann ich auch noch das reinlegen. Essen und Tiere, okay. Und in die erste kommen alle Baumaterialien, Klebstoff und so. Hast du kein Klebeband, oder wie? Nee. Und guten Morgen. 4 Uhr. Geil. Ja gut, dann war's das mit der ersten Folge von 7 Days to Die. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, hier mit dem SS Gamer dieses Projekt wieder anzufangen. Die nächste Folge kommt bereits beim SS Gamer morgen um 14.30 Uhr oder wann seine Zeit ist. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, denn ihr wisst es, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Zusätzlich beide Kanäle abonnieren, checkt auf jeden Fall den SS Gamer aus, macht sau viele Videos zu GTA, aber auch zu anderen Projekten, gönnt euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Servus und bis bald.